Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Transportfieber. Hier mit der gerade einfahrenden S-Bahn bei unserem neu gebauten Streckenabschnitt. Wir sind hier in Immenhausen und ich muss schon sagen, mir gefällt dieser Bahnhof hier ziemlich gut. Was ich letztes Mal noch vergessen habe, ist einmal hier diesen Schotter zwischen den Gleisen zu legen. Ist mir dann beim Schneiden der letzten Aufnahme aufgefallen. Ja, gut, wir wollten ja dann hier auch noch Bäume platzieren, aber das kommt dann irgendwann später. Okay. Gut, wir könnten uns jetzt einerseits um diese Anbindung hier kümmern, damit wir die beiden Städte hier mit Gütern versorgen können. Ja gut, hier, die Stadt ist ja schon versorgt. Es geht dann hauptsächlich einmal um diese hier und Heiterbach. Ja gut, ich würde mich jetzt erstmal auf diese hier konzentrieren. Und da könnten wir hier, haben wir ja dieses Gütergleis schon vorgesehen. Und dann müssten wir hier mal überlegen, wie wir am besten hier reinkommen würden. Die Linie geht bislang da lang, das heißt aber, dass wir das Ganze auch auf dieses Gleis hier drüben legen könnten. Weil hier ist ja alles ausgelegt auf 80 fast. Und dann könnten wir hier sozusagen ein Gleis rausziehen. Ja gut, das ist natürlich nicht möglich. Was ist, wenn wir das davor wegtun? Geht auch nicht. Okay. Wenn wir das dann dichter dahin legen oder weiter weg. Probieren wir das Ganze mal. Und zwar, wenn wir das Ganze einfach so weit weglegen. Dass wir hier mit unserer 80er Kurve auch reinkommen. Okay, das ist eine Kollision. Nochmal eine Kollision. Und jetzt hier einfach sagen, ich mache hier eine 80er und dann könnten wir hier noch drüber gehen mit der Straße. Das wäre vollkommen in Ordnung. So, jetzt ziehe ich als erstes die Straße. Oh, die ist aber breit. Aber das würde gehen. Okay, so geht's nicht. Aber so haben wir hier überall noch unsere Geschwindigkeiten. Na, nicht ganz. Oh, das ist ein bisschen länger. Da unten hier 80 haben. So 80, 80, 80, 120, 120. Wunderbar. So, das wäre einmal diese Seite und die andere Seite. Entschuldigung. Könnten wir so anschließen. Hier kommt natürlich noch ein vernünftiger Bahnübergang hin. Dann war ja hier noch so eine Straße gezogen. Gr
Runde irgendwie so. Na gut, lassen wir es eben so. Und dann gehen wir hier mit unserem 80 weiter. Was haben wir hier? Hier haben wir einmal da 80, einmal da 60. Wir könnten natürlich sagen, dass wir hier diese 80 weiterführen und dann... Ja. Dass wir die 80 weiterführen bis zu dem Bahnhof. Das heißt, wir bräuchten... Wir bräuchten hier dieses Schild nicht. Machen dann hier hinten einfach alles mit 80. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Da kommen wir raus. Das heißt, das kommt erstmal weg. Sind Sie sich sicher, dass Sie das abreißen möchten? Ja, bin ich. Bin mir sogar sehr sicher. Wir die zwei 60er Stücke. Einmal so und einmal so. Wunderbar, was ist das denn? Ach ja, wir spielen mit dem neuen Patch. Habe ich ganz vergessen. Wir haben jetzt Wegpunkte. Und was haben wir noch? Was kommt noch alles dazu? Ach ja, genau, dieses Anlegen an die Terminals, oder besser gesagt, das Bestimmen für die Terminals ist nun auch mit dabei. Das heißt, wir haben jetzt nun unseren bekannten Spielstand, wie wir ihn zum Beispiel auch im Livestream haben. Da haben wir ja sozusagen die ganze Zeit auf der Beta gespielt und haben jetzt den offiziellen Patch heruntergeladen. Das ist sehr schön. Hier machen wir natürlich einmal so bitte. Machen wir hier so und hier mit einer 80er Weiche raus. Im Grunde also so. Und dann schließen wir das hier an. Parallelgleis und fertig hat sich's. Einmal die Arbeiten am Gleis. Und dann schicken wir da mal, ich würde auch mal sagen, einen Zug vielleicht mal für den Anfang. Bis wir sehen, was sich so entwickelt. So, wo waren denn die hier? Die Signalbrücken habe ich gesucht. Und was haben wir hier? Da könnten wir im Grunde in die Mitte irgendwo einen Bahnhof rein. Quatsch, einen Bahnhof, was laber ich halt eigentlich? Eine Signalbrücke reinsetzen, das wäre dann hier. Und das wäre dann einmal so. Dann haben wir hier ebenfalls eine Einfahrt.
Entschuldigung. So, haben hier 80. Machen wir hier auch nochmal eins hin. Halt, ich brauche noch Signale. Und zwar brauche ich. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Nein, nö, nee, nee. Die da. So. Jetzt brauchen wir noch die Vorsignale. Einmal hier. Genau, dann müssen wir jeweils einmal hier und hier eins hinmachen. Weil wir vor einer Einfahrt immer an beiden Gleisen ein Signal stehen haben. Einfach so, fragt mich nicht warum. Ja, ist einfach so. Ja. Ach Gott, hier müssen ja auch noch welche hin. Oh je. Entschuldigung. Ich hätte euch hier fast vergessen. Genau, weil dann machen wir hier wieder ein Vorsignal jeweils hin. Und an die andere Seite machen wir die Ausfahrsignale. Ne, das ist das Doppelte. Moment, ja genau, das kommt einmal da und dahin. So, das Standard. So. Sehr gut. Dann wäre das ja auch bereinigt. Ich speichere mal ganz schnell, weil das Spiel stürzt mir ja gerne ab. So, jetzt sind wir auf dem neuen Patch. Habe ich auf dem neuen Patch gespeichert. Jetzt gibt es keinen Weg zurück. Einmal das Signal bitte, genau. So, das heißt, du fährst ja ab sofort dann da runter. Und das kann ich jetzt endlich mal groß schreiben. Das wäre Schwetzingen. Schwetzingen. Schauenstein. Was ist da irgendwo eine Abkürzung? Baumaterialien Schauenst. Heide, Schwarzheide, ja, Linie 1, Linie 2, Linie 3, Schauenstein nach Grindel, Greding, oh Gott. Oh ne, oh. Zug Singen nach Heiterbach, oder? Ja. Sehr schön. So, jetzt haben wir keine Abkürzungen mehr. Halt, warum ist der jetzt ganz oben? Weil da ein Leerzeichen drin ist. Ich brauche eine neue Linie, die startet mir hier. Und wir gehen diesmal von dem oberen Gleis weg. Fahren über diesen Wegpunkt hierher. Und nehmen diesen Wegpunkt. Jetzt muss ich hier nochmal einen unsichtbaren Wegpunkt einfügen. Genau, weil wir gehen dann
hier drüber. Und dann dahin, genau. Und das ist dann Baumaterialien Immenhausen. Hausen. Dann machen wir da hinten noch schnell die Anbindung. Baumaterialien braucht die Industrie, das wäre da hinten. Da wäre vielleicht mal eine Überlegung, ob wir da eine Brücke machen können. Oder sollen. Muss ich ja eher sagen. Ich möchte da gerne gerade weg. Ja, von mir aus. So, dann machen wir das weg und versuchen dann mal irgendwie so hier rüber zu kommen. Eins tiefer geht nicht. Ja, es sieht aber schon etwas heftig aus. Ich das jetzt hier runterziehe. Hier noch mal ein bisschen bearbeite. Ja, sieht schon mal etwas besser aus. Jetzt bauen wir eine Cargo-Station. Und bauen dann zwei Haltestellen irgendwo hier in die Industrie rein, am besten so, dass wir den Personenverkehr wenig stören. Deshalb wäre meine Überlegung einmal hier oben. Okay, damit erreicht er schon fast alles und dann machen wir noch eine hier unten rein. Moment. Genau, und dann gehen wir von hier zu der nach da und dann fahren wir so zurück. Okay. Kannst du da auch. Jetzt können wir es ja sagen, kannst du da auch umdrehen? Bitte. Ist das möglich? Aha! Wir haben ja nun die Möglichkeit, über die Wegpunkte das zu machen. So, wunderbar. Warum habe ich so Probleme, Baumaterialien zu schreiben? Und ich mache da aber noch ganz schnell diese mittlere Straße, damit wir nicht mit 30 hier durch den halben Ort dann fahren. Genau, dann mache ich hier schnell, kaufe ich da mal kurz zwei LKWs, die wir hier die Baumaterialien wegfahren. Da kann ich ja schon mal auf Play gehen. Und jetzt bräuchte ich von hier oben einen Zug. Was haben wir denn alles Schönes da? Die 111 haben wir da. Wie viel hat die hier? 5000 PS. Die hat nicht besonders viel. Zumal fährt die auch nur 80. Die kostet 1,5 Millionen.